Hallo und herzlich willkommen zu meinem Freitagsvideo. Ja, im Mittwochsvideo habe ich ja schon erwähnt, aber ihr seht nichts, ihr wisst von nichts. Ja, im Mittwochsvideo habe ich ja schon erwähnt, dass ich heute den ganzen Tag praktisch nur geschlafen habe. Und ja, jetzt kommt die Geschichte dahinter. Also, wie jetzt gerade zur Zeit jeder weiß, ist Corona unterwegs und jetzt leben wir in Baden-Württemberg. Also meine Familie und ich und meine Bekannten. Ja, aber nicht alle Verwandten. Ja, und es ist so, dass bei uns seit Montag dieser Woche, also es ist die letzte Woche des Aprils immer noch, und seit dem Montag gilt bei uns Maskenpflicht. Also dass man sich hier irgendwie die Nase zumacht, damit man geschützt ist in Läden. Und jetzt war ich mit meiner Mutter gestern unterwegs und ich finde es grauenhaft. Also ganz ehrlich, das ist so furchtbar, das glaubt man gar nicht. Also es ist ja nicht einfach, Menschen zu erkennen. Und jetzt würde man natürlich sagen, ist doch ein gutes Ding, jetzt hast du endlich was, woran du vielleicht die Menschen erkennen kannst, weil sie wegen ihren Masken, weil sie vielleicht unterschiedliche Masken tragen. Aber ich war gestern mit meiner Mutter bei der Bank, beim Netto und beim Edeka und ich habe meine eigene Mutter nicht mehr wiedergefunden teilweise und das hat mir solche Angst gemacht. Wirklich, ich war komplett verunsichert, komplett unruhig. Ich war so nervös, war ich schon Ewigkeiten nicht mehr wegen irgendwas. Und ich weiß immer noch nicht, was ich dazu sagen soll. Und ja, ich bin ja nicht die einzige Person weltweit, die gesichtsblind ist. Sonst gäbe es ja dafür keinen Begriff, sondern dann wäre es halt etwas Einzigartiges. Und ich frage mich dann auch, wie machen es andere Leute mit Gesichtsblindheit? Also ich meine, mir war es ja schon viel zu viel. Und ich habe ja schon wirklich eine kleine Panikattacke im Laden gehabt und habe keine Luft mehr bekommen, weil die Maske hat mich zum einen, hat die mir die Luft abgeschnitten, weil durch die Maske Luft zu kriegen ist ja furchtbar schwer gewesen. Zum anderen war es so, dass ich auch noch diese Panik hatte. Und dann war es eben auch noch so, dass ich bin mir umzingelt vorgekommen von Leuten, die ich nicht erkennen kann, die für mich alle komplett gleich ausgesehen haben, die alle, ich bei keinem einschätzen konnte, ist er jetzt jemand, der was Gutes plant oder hat er gerade den total grimmigen Blick, laufe ich gerade Gefahr, dass der irgendwie was tut oder eben auch nicht. Und diese ganzen Faktoren haben mich so nervös gemacht, dass ich jetzt ohne Witz gestern Nacht den Anfang von der Nesselsucht bekommen habe, vor lauter Stress. Und da habe ich ein Antihistamin genommen, um das zu verhindern. Und das Antihistamin, das macht mich jetzt total müde. Und ich könnte jetzt alle 15 Minuten irgendwo hinliegen und einfach nur noch wegpennen. Und ja, das ist jetzt so gerade heute mein Tag. Und so verbringe ich meinen ganzen Tag praktisch damit zu versuchen, ein bisschen wach zu bleiben, damit ich wenigstens, wenn dann die Antihistamine nicht mehr wirken, noch ein bisschen schlafen kann am Abend, damit ich meinen Schlafrhythmus nicht ultra ruiniere. Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren, aber ich hoffe. Ja, und für mich war eben das Schlimmste daran, mit Abstand, dass ich ein Antihistamin gebraucht habe vor Stress und ich nicht mal gewusst habe, als mir dann im Laden die Luft ausgegangen ist, darf ich jetzt die Maske absetzen, damit ich wieder atmen gar kann oder darf man das nicht? Und wenn ich es mache, kriege ich dann gleich eine fette Strafe auferlegt oder nicht? Und ja, als ich dann zu Hause war, habe ich dann auch erstmal mit meiner Verwandtschaft und meinem Babett geredet und hauptsächlich mit meiner Oma und mit Babett, um ehrlich zu sein. Und mit meinem Vater. Ja, das war die Verwandtschaft. ja, und habe denen das erzählt und habe aber auch gleich gesagt, ich gehe jetzt nicht mehr raus, bis diese Maske, solange die Maskenpflicht ist. Weil das ist für mich alles viel zu beängstigend, zu bedrückend. Und da kriege ich für mich persönlich keine klare Luft zum Atmen, zum Leben und auch zum Einschätzen der Menschen fehlt mir etwas, nämlich das der untere Teil des Gesichts, weil aus den Augen, wo mir dann mein Vater gesagt hat, dann guckt halt mal auf die Augen, ob die Leute positiv gestimmt sind, habe ich mir gedacht, ja, dazu müsste ich mal erkennen, wo die Augen anfangen, gefühlt. Und dann auch noch eben dieses, ja, so
erkennen, was der andere gerade denkt oder fühlt oder wie es dem geht, war, ist für mich ja eh schon eine Schwierigkeit. Und dann auch noch einzuschätzen, wie das ist, wenn jemand auch noch unter einer Maske ist und dir die Hälfte vom Gesicht fehlt, als Einschätzungspunkt. Ich meine, ich hab ne Omi zugelächelt und die hat da auch nichts erkannt. Und allein das sagt mir schon, dass es nicht unbedingt so ist, dass ich da großartig mich drüber freuen sollte. Ja, und ja, ich finde es einfach mal wieder unfair, dass jetzt Maskenpflicht gilt. Und vor allem finde ich das doof, weil diese Maskenpflicht ist jetzt wieder etwas, was für mich persönlich ein kompletter Einschnitt in meinem Alltag und in meinem Leben ist. Ja, ich gehe nicht jeden Tag raus und ja, ich bin nur einmal in der Woche einkaufen, aber dennoch habe ich keine Lust, dass ich nach draußen gehe und geängstigt werde, nur weil irgendwelche Gesetze zum Schutz von dem da sind, wo jetzt angeblich helfen sollen. Und was ich noch das Ineffizienteste fand, weil wir haben Masken, die man hinten zumachen muss. Wir haben uns ständig im Gesicht rumgefummelt. Also das, was die Maske schützen sollte vor, hat sie auch nicht bei uns erfüllen können, wegen der Art der Masken. Was mich vor allem dran nervt, ist, wenn sie schon Maskenpflicht einführen, dann sollten sie auch die Masken zur Verfügung stellen. Und nicht davon ausgehen, jeder hat Masken. Und ich finde, es ist im Moment alles so schwierig, weil du wirst dafür bestraft, wenn du keine Masken hast oder keine Maske hast. Aber dir sagt auch keiner, wo du die Dinger herkriegst oder was funktioniert da überhaupt. Also nach dem Motto, diese Form von Masken funktioniert besser, diese weniger. Das muss man dort beachten. Und es ist einfach so doof, dass man da noch so wenig Infos auch bekommt. Weil ich habe ja, wie gesagt, ich habe keine Luft mehr bekommen. Und mir war es wirklich, ich habe eine Panikattacke bekommen und habe angefangen zu hyperventilieren unter dieser Maske. Und dann habe ich mir überlegt, ja, was mache ich jetzt? Wenn ich jetzt die Maske runterziehe, kriegen wir vielleicht ein Bußgeld. Aber was, wenn ich sie jetzt nicht runterziehe, ersticke ich. Und wenn einem dann der Schäuble in einer Konferenz sagt, dass die Würde des Menschen unantastbar ist, aber es nicht heißt, dass der Mensch nicht sterben muss, dann frage ich mich dann für mich persönlich, heißt es dann, dass ich unter der Maske, dass es wichtiger ist, dass alle gesund bleiben und ich deswegen unter der Maske ersticken soll? Oder heißt es dann, dass es Ausnahmeregelungen gibt? Und was auch noch so eine Sache ist, also heute habe ich in einem Video gesehen, dass erzählt wird, dass jetzt gerade auch so eine Krankheit umgeht, die Kinder betrifft. Aber die sind wiederum von Masken befreit, wo ich dann auch die Frage stelle, die können den Virus, bei denen macht der Virus vielleicht nicht so viel, aber wenn sie den Virus in sich tragen, können sie den auch weitergeben. Also die Maskenpflicht ist an sich schon irgendwie ein bisschen unüberlegt. Und wegen so einer unüberlegten, halbgaren Geschichte habe ich gestern gefühlt die Hölle erlebt, für mich persönlich. Naja, es war nicht die Hölle, aber ich habe schon schlimmere Höllen erlebt, aber es war auf jeden Fall kein einfaches Ereignis. Und das finde ich so unfair, so gemein und vor allem auch so unschön und schäbig. Ich finde es wirklich schäbig, dass mal wieder überhaupt nicht nachgedacht wird über Was-Wenn-Fälle. Und dass, wie ich schon in meinem letzten Video gesagt habe, in einem, wo ich sogar schon über die Maskenpflicht geredet habe, finde ich es doof, beziehungsweise richtig bescheuert, wenn es dann Leute betrifft, wie meine Mutter, die kaum Luft kriegt, schon wenn sie keine Maske hat, und die dann keine Ausnahmeregelung kriegt, also, oder zumindest etwas gestellt bekommt, was ihr das Atmen nicht so erschwert. Naja, dadurch, dass ich ja schon im letzten Video ein bisschen was erzählt habe, kann ich euch halt nicht mehr erzählen. Ich kann euch nur sagen, mir ist es persönlich noch schwerer gefallen und ich für mich werde jetzt auch nicht rausgehen in der Zeit, in der diese Maskenpflicht herrscht, weil ich das einfach für mich als eine schädliche und untragbare Situation befinde und empfinde. Ja. Und ja, gut. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie es euch damit geht. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.rietmeier@outlook.com. Ich werde mich jetzt wieder hinlegen, weil mein Histamin haut schon wieder rein und ich werde schon wieder müde. Ich merke es gerade. Also dann, bis nächstes Mal. Tschüss.